Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar habe ich heute ein Live-Update von mir und von Maxi, denn es gibt wieder Neuigkeiten von mir. Und dann würde ich sagen, wir fangen gleich an mit dem Video. Ich würde sagen, wir fangen erst mal mit dem Maxi-Update an, denn bei Maxi ist immer nicht so viel zu sagen, weniger wie bei mir. Auf jeden Fall geht es Maxi super gut. Er hat sich so richtig bei uns eingelebt und folgt auch so einigermaßen, wenn er möchte. Wenn zum Beispiel der Nachbar anfängt zu bellen, also der Nachbarshund, dann ja, ist halt trotzdem nicht zu stoppen, aber so im Großen und Ganzen hört er ganz gut. Und vor allem auch bei unseren Nachbarn, ne? Wenn er die sieht, da geht er richtig ab und dann ist er... Tschüss. Tschüss. Ja gut, aber... Sonst geht's Maxi extrem gut und er ist auch so ein Allesfresser. Er frisst einfach alles, was auch so ein bisschen erleichternd ist, weil manche Hunde fressen nicht alles und sind dann so ein bisschen, kann man so nicht sagen, fressen nur manche Sachen. Und da ist Maxi überhaupt nicht. Er frisst alles und verträgt auch alles. Und genau, bis jetzt tun wir noch Trockenfutter verfüttern. Wir tun jetzt aber so langsam, damit er früh und abends so ein bisschen Trockenfutter bekommt und Mittag meistens bekommt er dann so ein bisschen Nassfutter. So fahren wir zurzeit so einigermaßen gut. Wir wollen halt einfach noch, weil wir so einen 12-Kilo-Sack, glaube ich, gekauft haben, wollen wir den jetzt noch leer werden lassen und dann bekommt er nur Nassfutter, weil er einfach extrem viele trinkt und... Genau, ich glaube, dass Nassfutter so ein bisschen besser ist als Trockenfutter. Maxi ist auch so einigermaßen stubenrein. Es ist jetzt, glaube ich, zweimal passiert, seitdem er so einigermaßen stubenrein ist, damit er noch hoch zu meiner Mom ins Zimmer sein großes Geschäft erledigt hat. Aber sonst ist es eigentlich ganz gut. Es kommt halt immer darauf an, wie lange wir weg sind und wie lange er halt einfach alleine ist. Und sonst aber Maxi extrem stubenrein. Früh, normalerweise, habe ich mir... schnell eine lange Hose angezogen und einen Pulli oder so, eine Jacke schnell an und raus mit ihm. Jetzt zurzeit können wir es auch so machen, ich bin meistens vor Maxi wach, dass ich dann aufstehe, mich anfange zu schminken und dann fängt Maxi schon das Jammern an. Und wenn ich dann fertig bin mit Schminken, ich beeile mich natürlich, dann geht's raus und das kann er auch gut halten. Ich glaube, dass es so mit der Zeit kommt. Maxi ist jetzt 7 Monate alt und am 21. Februar wieder 8 Monate alt, also... Es macht sich alles und genau, das war's mit dem Maxi-Update. Jetzt kommt's zu meinem Update. Ich habe euch schon im letzten Live-Update erzählt, damit ich wieder was im Bauchraum gefunden wurde. Es sind 2 Befunde. Ich denke mal, dass es 2 Lymphknoten sind. Ich muss auch nächste Woche, Mittwoch muss ich auch nach Würzburg. Ne, am Montag muss ich und dann am Mittwoch. Genau, ich muss erst am Montag nach Würzburg und da habe ich dann ein Gespräch in der Leberkonferenz, Leberbesprechung, keine Ahnung. Und dann wird einfach besprochen, wie es jetzt dann weitergeht, wie die Operation verläuft, wann die Operation ist und lauter so ein Kram. Und danach muss ich dann in die Tagesklinik runter, weil die Tagesklinik und oben das ZOM ist so ein bisschen weiterer Weg und da müssen wir einfach runterlaufen. Und dann haben wir auch noch ein Gespräch mit meinem Arzt. Und wahrscheinlich auch, so wie ich das verstanden habe, mit der Oberärztin. Und dann wird so weiter geredet, was jetzt mit der Bestrahlung ist oder ob wir mit der Lunge warten oder wie oder was, wie das jetzt dann so aussieht. Denn auf der Lunge, der eine ist weg, der nicht bestrahlt werden konnte, der unten rechts, wenn ich mich nicht täusche, der zu nah am Zwerchfell war, der konnte ja nicht bestrahlt werden und da oben links sollte er bestrahlt werden. Aber weil der unten ja dann da war, angeblich, konnte er nicht bestrahlt werden. Der oben ist immer noch da, der hat auch geleuchtet beim PET-CT und der unten rechts ist weg. Und jetzt ist die Frage, ob ich dann in Frankfurt bestrahlt werde oder in Würzburg. Da wird dann noch mit den Strahlenärzten wird einfach geredet und das macht mein Arzt. Und deswegen sollen wir dann auch am Montag nach der Tumorbesprechung sollen wir dann nochmal in die Tagesklinik kommen. Und mehr gibt es auch, glaube ich, nicht zu sagen, doch. Ich weiß nicht, was zurzeit mit mir los ist. Irgendwie habe ich so das Gefühl, irgendjemand will nicht, damit es mir gut geht oder damit ich Videos mache oder so. Es hat angefangen so einigermaßen, dass immer wieder mal so meine Speicherkarte nicht funktioniert hat.
Dann habe ich mir eine neue gekauft und dann hat es immer wieder funktioniert und wieder mal nicht. Da dachte ich mir einfach, okay, alles klar. Dann hatte ich am Mittwoch, genau, Mittwoch war es, glaube ich, hatte ich dann einen kleinen Unfall, einen Autounfall, denn mir ist hinten ein Porsche Cayenne, glaube ich, wenn ich täusche, ist mir hinten drauf gefahren, weil ich so am Einscheren war, in der Parklücke und habe geblinkt und angeblich hätte ich nicht geblinkt. Ja, das hat so ein bisschen einen Kratzer gemacht, also ich kann es euch mal zeigen, wie das Auto jetzt aussieht. Ich war natürlich nicht allein unterwegs, weil ich ja das begleitende Fahren habe. Das war ein Ford Focus und der sah danach so aus. Kann man was erkennen? Ich hoffe, dass man was erkennen kann. So schaut auf jeden Fall aus. Und der Kumpel hat es dann schätzen lassen und es war, glaube ich, 1,5, ich weiß nicht wie, auf jeden Fall war es arschteuer. Und genau, das geht jetzt aber die regeln Bahnen und so, aber da war ich extrem geschockt, wie der mir dann hinten drauf gefahren ist. Weil ich auch nicht mehr Angst hatte, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, weil er halt auch so aufbrausend hergekommen ist und so. Aber das ist jetzt gegessen. Gestern, ne, bin ich dann nochmal weitergefahren und so. Und dann gestern Abend hat es angefangen, ich habe mich ins Bett gelegt und wollte dann so kurz vor 12 irgendwie wollte ich schlafen und dann hat es angefangen, dass ich extreme Bauchschmerzen hatte. Ich habe immer wieder mal so ein bisschen Durchfall, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht am Öl liegt, dass ich kein Öl mehr vertrage, weil ich ja auch nur eine halbe Leber habe und also nur einen Leberlappen und ich habe ja auch keine Galle mehr. Und mein Arzt hat gesagt, dass ich da so ein bisschen auffällig sein kann. Meistens ist es bei den Männern so, dass wenn an Weihnachtsfeiertagen die fettige Gans oder wenn Kesselfleisch essen ist. Und sowas esse ich einfach nicht, weil Kesselfleisch essen finde ich irgendwie so, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie nicht so geil und ich esse auch nicht so viel Fleisch. Sowas wie Ente, Gans, Hase, Reh oder irgendwie sowas esse ich ja sowieso nicht. Und deswegen war das sowieso für mich schon gegessen und dachte mir so, okay, dann habe ich ja gar keine Probleme. Aber ich merke schon, wenn ich so asiatisch esse oder wenn ich so Pommes, irgendwas, was einfach mit Fett zu tun hat, da merke ich schon, vor allem frittiert, da merke ich schon, damit ich da so ein bisschen was merke und damit ich halt einfach Durchfall habe. Und in letzter Zeit hatte ich immer wieder Durchfall, fast jeden Tag und ich fand es auch schon so ein bisschen komisch. Aber ich habe mir einfach gedacht, dass es vielleicht am Öl liegt, weil, ja, keine Ahnung, was ich da richtig gedacht habe. Und deswegen haben wir dann von normalem Öl auf Olivenöl umgestiegen. Da war es dann so ein mini bisschen besser. Und gestern hat es dann angefangen, dass ich abends extreme Bauchschmerzen hatte. Und wie ich schon gesagt habe, beim Öl hatte ich schon ein bisschen Bauchschmerzen. Aber das waren irgendwie so andere Bauchschmerzen. Das hat sich richtig so angefühlt wie so ein Ballon und der immer mehr Luft reinkommt und so platzen will, aber irgendwie nicht platzen kann. Und so hat sich mein Bauch angefühlt. Es hat wehgetan, wenn ich auf der Seite gelegen war, rechts oder links. Das war scheißegal, es hat immer wehgetan. Und auf dem Bauch, also auf dem Rücken hat es auch wehgetan. Und ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Es hat einfach so verdammt wehgetan. Es war aber ein anderer Schmerz als wie beim Öl und deswegen wusste ich es nicht. Dann bin ich hoch zu meiner Mama und habe meiner Mama das erzählt und dann habe ich eine Schmerztablette bekommen von ihr und dann ist es auch langsam so weggegangen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich ungern ins Krankenhaus gehe. Ich war kurz davor, dass ich zu meiner Mama gesagt habe, wir fahren in die Notaufnahme, weil das hat so extrem weh getan und weil es halt einfach auch so von jetzt auf nachher aufgetaucht ist und ich mir einfach dachte, oh mein Gott, ist jetzt vielleicht mein Blinddarm geplatzt oder ist irgendwas anderes? Macht die Lunge schlapp oder, also Lunge jetzt nicht, aber die Leber oder irgendwas anderes? Da hat man ja 100.000 Gedanken und vor allem, wenn man weiß, man hat einen Tumor auf der Lunge und man hat mit Metastasen im Bauchraum, also auf Lymphknoten und so. Und es war halt extrem komisch und dann habe ich mit meiner Mom früher, also heute nochmal drüber geredet und mit meiner Schwester, als wir sie von der Schule abgeholt haben.
Und beide haben gesagt, dass sie irgendwie die Laterne nicht so gut vertragen haben. Meine Mom war schlecht und meine Mom und meine Schwester hatten wie so Sodbrennen irgendwie. Keine Ahnung, ob das jetzt daran gelegen war. Mal schauen, wie es heute Nacht ist, weil wenn es heute Nacht nicht besser ist, dann gehe ich auf jeden Fall ins Krankenhaus und lasse mich da mal durchchecken, weil es komisch ist irgendwie. Ich würde jetzt einfach sagen, wenn es jetzt von irgendeinem Organ kommen sollte, müsste es ja nach der Schmerztablette wiederkommen oder die Schmerztablette würde nicht helfen. Und die Schmerztablette hat aber geholfen und es ist jetzt bis jetzt nicht mehr zurückgekommen. Und es ist jetzt gleich 3:45. Und ja, ich denke einfach, dass es an der Lasagne gelegen hat. Mal schauen. Hoffentlich kommt nicht noch mehr, sonst muss ich wirklich ins Krankenhaus. Und bin morgen an meiner Schwester im Geburtstag nicht da. Wer vielleicht noch sehen kann, mein Sofa ist im Hintergrund. Und ich habe extra dieses Video jetzt noch vor meinem Sofa gemacht. Mit meinem Schuh, weil ich jetzt sofort war, meinen Schminkstuhl zu holen. Ich hoffe, das hat euch auf jeden Fall nicht gestört. Denn heute wird mein Sofa abgeholt. Bergset wird es von meinem Zimmer in meiner Schwesternzimmer gebracht. Denn meine Schwester bekommt es von mir und meiner Mama und meinem Papa natürlich zum Geburtstag. Und deswegen ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen Hintergrundlärm, weil meine Schwester gerade aufräumt, abbaut und alles, damit das Sofa heute hoch kann. Und genau, ich will mir auf jeden Fall ein anderes Sofa kaufen. Ihr könnt mal gerne schreiben, wenn ihr Hunde habt, was für ein Sofa ihr habt und vielleicht auch, wo ihr das gekauft habt. Zum Beispiel Ikea, Roller, Müllmax oder irgendwie sowas, denn da bin ich jetzt am Schauen, was für Sofa ich mir holen kann, was einfach schlau ist, weil dieses Sofa hier ist wie so genäht oder gestickt, kann ich nicht, wie man so richtig sagt. Und Maxi zieht einfach die Nähte auf und ist einfach blöd. Und meine Schwester hat jetzt auf die Schnelle kein anderes Sofa gefunden und deswegen haben wir uns gedacht, wieso denn nicht einfach so, meine Schwester bekommt es zum Geburtstag und ich hole mir einfach ein neues. Und genau, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir schalten auch beim nächsten Video wieder ein. Und dann sage ich auf jeden Fall Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Bye! Und wenn ihr das Video schaut am 10.02., dann schreibt gerne mal in die Kommentare alles Gute, Katrin, denn meine Schwester hat heute Geburtstag. Also, wenn ihr das schaut heute, für mich morgen. Genau, also schreibt auf jeden Fall alle mal Hashtag alles Gute zum Geburtstag, Katrin. Bye!